die Nutritional Value von den einzelnen Produkten oder auch wie viel Nährstoffe in den einzelnen Produkten sind, nimmt halt dementsprechend ab, je weiter es jetzt von je weiter es halt herkommt. Und ich habe in meiner Zeit, wo ich in Tokio gewohnt habe und danach in San Francisco auch, habe ich das Thema Indoor Farming sehr viel gesehen. Und in Amerika war es halt relativ groß, weil sehr viel da halt auch importiert wird. Und im Winter kommt es halt aus Mexiko oder aus Südamerika und dasselbe halt auch in Tokio und Japan her, wo halt in der Stadt, die sehr groß ist und die müssen halt alles wirklich von Übersee halt ja auch importieren. Und da kam halt das Thema auf, wie kann man wirklich mehr frisches Gemüse an die Stadtbevölkerung liefern, ohne Pestizide und wirklich das ganze Jahr über, ohne auch groß zu importieren. Und da kam das Thema halt Hydroponics und Indoor Vertical Farming auf.